Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warhammer 40k Darktide. Ich spiele heute wieder Ava, die Weise von Cardia. Und heute habe ich Verstärkung, und zwar von Lanfear und Sev. Und fast auch einen Schluck auf. Ja. Und heute geht's mal für mich mit Ava in die erste Zweier-Mission. Wird mal ein bisschen härter, aber ich habe hier fachmännische Unterstützung dabei. Und wir gucken jetzt gleich mal, wie es läuft. Fachmännisch ist geprahlt. Und wenn ihr noch mehr von Darktide sehen wollt, schaut doch mal bei Lanfear vorbei. Ich verlinke euch den Kanal im Abspann und der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei und lasst Grüße von mir da. Ja, das ist aber eine Untersuchungsmission. Das war gar keine Untersuchungsmission gerade? Nee, das war eine Spionagemission. Ach, dann bin ich doof. Dann hätten wir die auch machen können. Ja, ich hab's gerade auch verwechselt. Wobei, bei der einen Spionagemission muss man auch scannen. Das ist aber... Das finde ich doof. Oh, wir haben Level 1er dabei. Das wird ein Abend. Aber das ist nicht sein erster Charakter. Aber der hat schöne Skins. Ja. Ja, aber es ist auch nicht sein erster Charakter. Das ist schon okay. Nee. Könnte sein erster sein. Könnte ein Geschenk von Papa sein, der Skin. Nee, ich rede nicht vom Skin. Der hat das Abzeichen, dass er die Zwillinge auf Verdammnis geschafft hat. Und das hat er, gehe ich mal stark davon aus, mit dem Level 1 Charakter gemacht. Was? Ah, okay. Wir gewinnen gerade Einblick in die Darktide-Hierarchie. So, ich bin echt mal gespannt jetzt mit zweier Missionen. Kann ich noch gar nicht einschätzen, wie das jetzt wird. Ja, ist bei uns auch mal so, ne? Manche sind dann doch überraschend hart plötzlich. Mhm. Und manche sind überraschend einfach. Ja. Lauft schon mal vor. Ich weiß sowieso nie, wo ich lang muss. Ganz ehrlich. Dann hier Beskar hinterher, der kann sich wohl aus. Ja, er rennt so mutig voran. Er scheint zu wissen, was er tut. Okay. Ich leuchte dir die Lampe ins Gesicht hier. Da. Haha. Da, der Captain Wolfer. Ich habe ja gedacht, wenn man mit dem Zwilling fertig ist, dass man gegen den geht, aber dann wäre das Spiel einfach vorbei. Das ist mir dann im Nachhinein zugekommen. Er ist so ein bisschen Antagonist hier, ja? Mhm. Dann entwickelt Darktide ja wirklich langsam eine Story, das ist ja schön. So an sich hat es ja eine Story. Man erspielt sie sich halt nur nicht. Die existiert halt und man ist halt da. Ja. In die Fresse. Jetzt sind wir halt drei Veterans, ne? Wir müssen mal ein bisschen gucken mit der Munition. Ah. Ja. Also ich spiele jetzt heute mit meinem Kettenschwert rum. Okay. Genau, spiel mal Kettenschwert. Hast du schon Vroom gemacht? Ja, das ist schon geil. Ich mag Kettenschwert. Also wirklich mit Vroom und dann auf einen draufhauen? Und ist geil, ne? Also der Krasse habe ich noch nicht gemacht. Versuch das mal beim nächsten Gegner, egal was es ist. Was wird er denn? Das Waffenhandling ist auch gar nicht so geil bei so niedrigen Waffen. Ist es anders persönlich? Ja. Also je höher der Waffenwert gibt ja an, wie gut oder schlecht eine Waffe ist. Und dann kurz. Mutant. Wow. Ja. Hat mich. Da kommt noch einer. Ist gut. Vorder. Kleiner. Schon vorbei. Na gut, das war eine lächerliche Horde, aber ja, es war Heilung. Aber trotzdem kann man es mal kommunizieren. Ne, da kommen noch mehr. Wir sollen ja auch für Profis aussehen hier, ne? Ah, guck dir das ganze Blut an der Wand an. Alles Heilung voller Blut. Keine, oder? Nee.
Wir haben jemanden. Warte mal, Beskar ist hinten irgendwo. Ne, der ist schon vorne. Ach so, der ist vorne, wir sind hinten. Ja, ich bin nur in diesen Raum rein, weil da immer was Tolles zu finden ist. Der ist ganz schön. Der ist ganz schön forsch. Ich kann das nicht leisten. Was denkt er? Vermutlich kann das wirklich, aber. Es ist mir gerade wichtig, das nicht zuzugeben. Hinter dir. Du musst mal rummachen. Mach ich. Das ist die Maustaste, die zu dir gerichtet ist. Nicht die außen oben, sondern die untere. Und da ist ein Berserker. Wo? Wo? Das Bam! Säge! Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich grinse gerade wie ein kleines Kind. Das hört man, ja. Ich bleib bei meiner guten alten Schaufel. Nichts gegen die Schaufel. Wie findest du dein Gewehr? Gewöhnungsbedürftig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das Lasergewehr nicht besser gefallen hat. Wäre legitim. Aber ich bin noch nicht ganz. Einfach mal ein paar andere Lasergewehre, die du probieren kannst. Also das Autogewehr ist wahrscheinlich besser bei Horden. Ich könnte brauchen, aber wenn ihr auch braucht, nehmt einfach. Ich bin voll. Okay. Ich brauche auch nicht. Da ist auch nochmal. Mucke. Das ist halt das Allerbeste an dem ganzen Spiel, ne? Absolut. Der Soundtrack ist genial. Ja, ist mega. Es gibt genau zwei Spiele, bei denen ich schon die Soundtracks gekauft habe, weil ich sie so gut fand. Das ist Darklight in Hand. Ah, verstehe ich. Ich höre den Soundtrack manchmal, wenn ich arbeiten muss und mich konzentrieren will. Jetzt schon Wurm gemacht? Ja, aber es ist echt, ich muss die Tastaturbelegung dafür ändern. Ich komme gar nicht an die Taste ran. Ich verstehe. Im normalen Spielbetrieb jetzt. Deine Maus ist da ergonomisch nicht so viel ausgelegt, ne? Na, ich komme einfach nicht ran. Ich habe zu kurze Finger. Ich kenne das Problem. Ich habe mir extra eine Maus gekauft, wo ich mit meinen kurzen Daumen zumindest an die Maus 4-Taste komme. An die 5 komme ich gar nicht. Ich habe auch eine Maus, die ich selber ergonomisch einstellen konnte, aus genau diesem Grund. Ich weiß, welche Maus sie benutzt und mir ging es bei ihrer Maus genauso. Die Finger sind nicht zu kurz, die Maus ist einfach ergonomisch nicht übermäßig gut. Das kleine Daumensyndrom. Aber wenn du es einmal gemacht hast, der Sound, oder? Hat es warum gemacht? Ja, war ganz toll. Ja, oder? Hast du es gespürt? So die Kettensäge und so? Okay. Ich bin im echten Leben ganz normal. Ja. Rede das nur lange genug ein. Ja, dann fange ich jetzt nicht mit dem Bolter an. Bolter ist schon eine feine Sache. Erst macht Bumm und auf einmal am anderen Ende macht es Klatsch. Naja, es ist halt eine Waffe, die ein Geschoss verschießt. Das in den Gegner reingeht und dann explodiert. Ja. Also das muss man GW lassen. Was Waffen angeht, sind sie sehr kreativ. Oh ja. Ich
und es ist eigentlich alles irgendwie cool. Mhm. Das auf alle Fälle. Na, wo ist er? Okay, da kommt noch ein Mutant. Ach, mittlerweile erwischen die mich gar nicht mehr jedes Mal. Einfach einmal auf die Seite dodgen. Genau. Munition? Nimm du mal dafür, genau. Das Schöne an Lasergewehren ist halt das Reflexvisier. Das macht das Zielen so schön ergonomisch. Aber auch nur bei diesen Infanterie-Lasergewehren. Ja, das sind ja die meisten. Also das Hellbore hat das natürlich nicht. Ja, die Kundschafter-Lasergewehre haben das auch, ne? Mhm, aber alle anderen. Also die drei Varianten des normalen Standard Wald- und Wiesen-Lasergewehrs, was man aus den Büchern kennt. Tatsächlich gibt's so gar keinen Standard an Lasergewehren. Also das Lasergewehr an sich ist die Standardwaffe vom Imperium. Mach den Station mal drin. Aber wie. Oh, Plague Orin. Moment. Aber wie das Lasergewehr funktioniert, unterscheidet sich halt wirklich von Planet zu Planet. Das weiß auch keiner so genau, ob eine Laserwaffe ist oder nicht. Das ist total komisch beleben eigentlich. Warte mal. Ich hör, wenn der tot ist, höre ich dich wieder besser. Lass mal kurz den Ogren töten. Dann können wir Lorefach sind. Blocken und nach hinten dodgen. Wenn du wegrennst, erwischt er dich immer. Session. Da haben wir aber Leben gekostet. Ja, also das ist vollkommen recht, was du eben gesagt hast. Also es gibt keinen Standard, aber es gibt welche, die sind extrem verbreitet und die assoziiert man normalerweise so damit. Für das, was die Kardianer benutzen zum Beispiel. Und das ist hier irgendwo zwischen. Ja, das stimmt. Von der Form her. Das wird halt auch oft gebraucht. Das Cantrell-Pattern ist so der Standard, glaube ich. Wenn es einen gibt. Wie heißen, das weiß ich jetzt nicht so. Aber, Weiß ich auch nicht. Ich vermute gerade, dass es das war. Ich will gar nicht so tun, als wüsste ich alles. Nicht? Was? Ich tue schon gerne so, aber wenn ich sage, dass ich es nicht so tun möchte, werde ich glaubhafter. Das ist Klugscheißen 2.0 für fortgeschritten. Das Heilung? Ah, ist es. Kommt gleich ein Mutant. Das ist Stimpack. Braucht das jemand? Nimm's hier. Mutant. Tot. Schön. Sehr gut. Ich bin fast alle, sehe ich gerade. Da hinten sollte vielleicht Munition. Kannst du mal gucken? Wo? Da oben? Da ist auch Munition. Hier ist eine große Munibox. Toll. Dankeschön. Und kommst du gut klar mit dem Level? Bitte? Kommst du gut klar mit dem Level? Ja. Sehr schön. Du gleichst das durch Erfahrung aus. Aber also, der Schaden, den ich mache, unterscheidet sich gar nicht so viel von den Einsammissionen, muss ich sagen. Ha. Ich habe gedacht, ich merke da einen größeren Unterschied. Ich habe das zum Teil, also manchmal bei den Zombies früher gemerkt. Also ich merke, ich brauche zwei Schuss, bevor ich überhaupt nur einen. Ja, auf die prügel ich eh nur ein. Na gut, dann. Da versuche ich Muni zu sparen. Falls ihr Muni seht, bitte. Ja. Naja. Alles klar. Hier ist nochmal Heilung. Ist nicht hier, ja. Und
hier vielleicht Muni? Nee, schade. Hier wird was am Muni sein, auf jeden Fall. Asgard hier eingesammelt gerade. Oh shit, oh nein. Ah, ganz viele. Ja. Ganz viele Schützen. Kann ich gerade nicht helfen? Jetzt kann ich mir helfen. Alles gut hier, das ist unter Kontrolle. So, hier um die Treppe rum verteilt auf die Monikristen rum. Was kommt jetzt? Was war das? Das ist eine Horde. Die wird von oben kommen, nehme ich mal. Dann bleiben wir mal hier. Außer Abaren sonst vorhin. Gut. Dr. Lise. Oh Mann, da ist er. Schon wieder leer. Und das Kettenschwert. Mensch. Es ist eh eine Horde. War schon tot. Das war einfach. Ja. Ein paar werden noch kommen, schätze ich mal. So ein paar Nachzügler, aber insgesamt war es das. Money. Kopfschüsse. Boom. Nach M jetzt kann ich es richtig gut treffen. Läuft aber gut, also. Ja. Hey. Vorne am Fahrstuhl wird auch nochmal. Hat sie meine Munition sein. Und für den Boss hast du ja auch noch die Munikiste. Oh ja, richtig, stimmt, der Boss. Da war ja ein Boss am Ende. Den hatte ich schon ganz vergessen. Ah, der macht sich schon bemerkbar. Meinst du? Aber keine Sorgen, ja, ja. Kündigt er sich an? Vielleicht mit einem geilen Soundtrack oder sowas? Also ich erwarte mindestens einen geilen Soundtrack. Ja, den haben die Bosse. Hier ist noch zwei kleine. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eh beim Boss. Da kannst du dann deine Munikiste hinstellen. Dann hat sich das ganze Problem eher erledigt. Fühlt sich an, als könnten wir bald Dreier-Missionen machen. Weil als wir das letzte Mal das gedacht haben, sind wir auf die Schnauze geflogen. Gefallen. Gib mir mal noch 2-3 Level, dann können wir das. Also wäre ich auf jeden Fall dabei. Okay, cool. Das ist eine Ansage. Treffer. War das hier? Oh ja! Hey! Drecksvieh. In meiner Welt hätte der tot sein müssen. Kettenschwert. Gibt's da noch Heilung neben der Munibox? Oh Gott, so unten arbeite ich da nicht an. Ne?
platziert echt gut bei dem. Ja, sehr schnell. So reinsägen ist super effektiv. Oh, Mutant. Aua. Ja. Das war's schon. Also aus Kettenschwert hat er mega abgezogen bei dem. Voll gut. Oh ja? Hast du bei ihm Wurm gemacht? Ja, ich hab richtig reingehauen. Das ist geil, ne? Das funktioniert halt richtig gut gegen so Bosse und mutige Gegner. Yo. Level 14. Level 5! Woo! Sehr schön. Oh, ich hab den Bolter freigeschaltet. Da kannst du jetzt sehr ganz jetzt losboltern. Ich werde jetzt losboltern. Ich finde den nur zu langsam. Ich kann mit dem Ding überhaupt nicht umgehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde den auch furchtbar in der Handhabung und das soll er ja auch sein. Sonst wäre er zu mächtig. Richtig. Ich will ihn trotzdem. Ja, also einfach geiles Teil. Also wenn da so ein paar Moller oder sowas kommt, die bolterst du einfach weg. Aber das manchmal, bis ich von der Nahkampfwaffe auf den Bolter gewechselt habe, bis er das Ding schussbereit in der Hand hat, sind die Gegner meistens schon tot, die ich damit töte. Dauert zu lange, das stimmt. Man kann nicht einfach schnell switchen wie beim Lasergewehr oder so. Aber wenn du das Handling rauskriegst, wie du den am besten benutzt, ist es eine saustarke Waffe. Es gibt nicht viele gute Bolter-Spieler. Also ich habe nicht oft gute Bolter-Spieler dabei. Und das Wichtigste ist, das Ding macht Bumm und auf der anderen Seite macht es Platsch. Mhm. Also genau das, was es machen soll. Genau. Habt ihr auch so ewig lange Ladebildschirme gerade? Ja, manchmal ist es. Ich habe das Spiel mal ohne SSD gespielt. Das waren lange Ladebildschirme. Ich glaube auch, steht auch irgendwo, dass du so ein bestimmtes Level erreichen musst und dann kriegst du so eine schicke Videosequenz, die dir sagt, dass du super wichtig bist oder zumindest weniger unbedeutend als vorher. Ich wollte gerade sagen, wichtig bist du noch lange nicht. Wichtig bist du auch mit 30 nicht. Nee, einfach nur etwas weniger unbedeutend. Genau. Okay, so, wir haben den Ladebildschirm überlebt. Dann verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Darktide sehen wollt. Schaut bei Land 4 vorbei. Ich verlinke euch alles. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bye. Ciao.